Wenn man mal Japan in die Google-Suche eingibt, kommen direkt ein paar berühmter Spots. Unter anderem auch dieser hier. Das ist der sogenannte Arakurayama Sengen Park, vielleicht sogar der berühmteste Spot in ganz Japan. Und genau dahin ging es heute für mich. Schönen guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus Tokio. Heute ist auch ein ganz besonderer Tag, denn heute werde ich mit dem Reisebus zum Fuji fahren, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Ich habe mir nämlich eine Get Your Guide Tour gebucht für 72 Euro. Und genau diese Get Your Guide Tour besteht aus folgenden Stops. Startend in Shinjuku geht es zuerst zum Oishi Park, bevor es dann zum Arakuyama Sengen Park geht. Anschließend geht es dann weiter zum Oshino Hakai und zum Schluss nochmal circa auf die Hälfte des Vulkans zur sogenannten fünften Station Mount Fuji. Und dann geht es 2 Stunden zurück wieder hier nach Shinjuku. Heute Abend um 18 Uhr werde ich dann wahrscheinlich hier wieder erscheinen. So, gucken, wie das abläuft mit dem Verkehr. Ich habe gehört, gegen Abend soll der Verkehr hier in Tokio sehr, sehr krass sein und mit erheblichen Verspätungen gerechnet werden. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Ich hoffe, dass man den Vulkan auch entsprechend sehen kann. Nicht, dass es irgendwie nebelig wird oder noch regnet. Aber bisher spielt das Wetter wirklich hervorragend mit. Es ist ein bisschen windig heute, aber ich denke mal, das sollte uns nicht aufhalten. Und dann kann der Tag auch starten. Ich freue mich mega und nehme euch selbstverständlich mit, Leute. Wie kann es anders sein? Jetzt geht's los, Leute. Hier steht er. Knapp 2 Stunden sind wir dann im Oishi Park am Kawaguchi-See angekommen, hatten gut 40 Minuten Zeit, uns diese schöne Grünanlage inklusive Souvenirshop anzusehen. Und beim Blick auf den Fuji, Leute, habe ich nochmal so richtig realisiert, dass ich hier einfach gerade in Japan bin. Raus aus dem Großstadtleben Tokio und rein in die japanischen Vororte bzw. in die japanische Idylle, was wirklich ein richtig, richtig cooler Anblick gewesen ist. 3700 Meter hoch ist der Lökel und ist das letzte Mal vor gut 300 Jahren ausgebrochen. Aber dieser Anblick sollte beim nächsten Spot nochmal eindeutig getoppt werden. Vor allem zu einem der berühmtesten Spots hier in Japan geht man einfach durch so eine Wohngegend. Guckt euch das mal an. Hier leben ganz normale Menschen. Hier chillen sie, hier schlafen sie. Und hier ist einfach mit eines der berühmtesten Spots in ganz Japan. Einfach nur krass. Also auf dem Weg zur Pagode jetzt da oben. 300 Stufen hoch. Kleines Sportprogramm, aber würde ich mal sagen, geht's jetzt rauf zum berühmtesten Spot hier in Japan. Das geht noch echt voll lang. Ich bin die letzten Tage in Tokio jeweils über 23.000 Schritte gegangen. Und das ist echt die Qual hier hoch. Wirklich. Meine Beine schmerzen. Aber ich will nicht heulen. Der Ausblick ist gigantisch. 20 Stufen noch. Dann haben wir es. Ich sehe sie schon. Da ist sie, Leute. Da ist. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Speziell zur Kirsch. Ich kann gar nicht mehr reden. Speziell zur Kirschblütenzeit sieht das hier auch nochmal richtig geil aus. Dann sind die Bäume in so einem Rosaton mit der Kirschblüte halt. Das ist auch ein richtig cooles Bild. Bevor es jetzt hier auf die letzten 20, 30 Meter geht, hat man hier auch noch einen überragenden Ausblick auf die Stadt. Guckt euch das mal an. Thank you.
Was für ein grandioser Ausblick, Leute. Ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich hier diesen Spot sehe. Hier ist auch echt viel los eigentlich, aber ist ja auch verständlich. Das ist so ein geiler Ausblick und dazu passt das Wetter auch noch überragend. Also was für ein Tag, was für ein Land, spektakulär. Ich komme da drauf einfach nicht klar, Leute. Wenn man in Japan ist, ist so ein Ausflug hier definitiv zu empfehlen. So ein schönes Land und so ein schöner Spot. Ohne Witz, ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut von diesem Spot hier. Meine Fresse, Alter. Meine Fresse. Wir wären inzwischen am nächsten Spot angekommen und zwar am sogenannten Oshino Hakai. Und guckt euch einfach mal an, was das hier schon wieder ist. Eine typische japanische Anlage. Hier vorne schwimmen noch ein paar Karpfen. Schöne Häuser haben wir hier. Eine Menge Touris. Hier kann man Souvenirs kaufen. Hier kann man essen gehen. Hier kann man was trinken gehen. Und einfach die Natur genießen. Wir haben es 28 Grad. Also es geht einfach nicht geiler. Und jetzt gucke ich mich hier erstmal um und nehme euch selbstverständlich mit. Ja, gesagt, getan, bin ich dann los und habe mir dieses schöne, altertümliche japanische Dorf am Fuße des Mount Fuji angeschaut. Neben der Botanik, die die Japaner ja sowieso unfassbar gut drauf haben, gab es auch Einkaufsmöglichkeiten mit teilweise echt verrückten Sachen, wie beispielsweise hier getrockneten Tintenfisch oder auch KitKat in Geschmacksrichtungen, die ich meinen Lebtag noch nicht gesehen habe. Und natürlich durfte auch eine Kostprobe von lokalen Spezialitäten nicht fehlen. Allerdings habe ich hier die Rechnung, ja, ohne dieses scharfe Zeug gemacht. Thank you so much. Thank you. Scharf. Boah, ist scharf. Und apropos lokale Spezialitäten, Leute. Das Dorf ist insbesondere dafür bekannt, dass seine 8 Teiche, die es in dem Dorf gibt, durch das Schmelzwasser des Mount Fuji gespeist werden. Und auch hier habe ich mir eine kleine Kostprobe von diesem reinen, gesunden Wasser natürlich nicht entgehen lassen. Ich habe mir gerade diese Flasche gekauft für 150 Yen. Und jetzt werde ich hier Fuji-San-Wasser reingießen und das dann verzehren. Jetzt eine Kostprobe. Schmeckt sehr, sehr lecker. Sehr, sehr gut. Ja, das war doch sehr erfrischend. Und jetzt ist es leider auch schon wieder relativ spät. Muss ich leider wieder zum Bus. Danach ging es zu dem wohl aufregendsten Stopp auf dieser Tour, und zwar zur sogenannten 5. Station des Mount Fuji. Dieser Punkt befindet sich auf ca. 2300 Metern und wird von Wanderern gerne mal als Ausgangspunkt für eine Etappe hoch zum Gipfel genutzt. Wir hatten allerdings nur eine knappe Stunde Zeit, um uns die Gegend mal genauer anzuschauen, was aber alle Male gereicht hat. Und was direkt auffiel, oben angekommen war schon echt ein krasser Temperaturunterschied zu spüren. Von unten ca. 28 Grad auf nunmehr 16 Grad Celsius ist das runtergekühlt. Dazu war es auch noch mega windig, aber von der Aussicht her hatte dieser Spot schon echt einiges zu bieten. Was für ein grandioser Ausblick, Leute. Es ist wirklich absolut fantastisch. Erstes Mal hat man trotz den Wolken hervorragenden Ausblick auf die ganzen schönen Berge da vorne. Und wenn man sich hier einmal umdreht, sieht man den Fuji-San mit dem schönen Wolkenschleier auf der Spitze. Es sieht spektakulär aus, wirklich. Alter, krass, guckt euch mal die Wolken da hinten an. Sieht heftig aus, als würden jetzt die Dragon Ball kommen. Ja, kurz vor Abfahrt habe ich mir dann nochmal den Souvenirladen und das Restaurant angeschaut, ehe es dann auch auf eine lange Rückreise Richtung Tokio gegangen ist, auf der mir nochmal so richtig bewusst geworden ist, dass Japan nicht nur stadttechnisch unheimlich viel zu bieten hat, sondern auch landschaftstechnisch mindestens genauso spektakulär ist. Die Orte um den Mount Fuji haben mir persönlich auch sehr gut gefallen, mit dem Highlight natürlich am Arakuyama Sengen Park. So ein Bild von mir wollte ich eigentlich schon immer mal haben, mit der Pagode und dem Fuji-San im Hintergrund. Aber auch das kleine Dörfchen Oshino Hakai, der kleine Park am Kawaguchi-See oder auch der letzte Spot, die 5. Station am Fuji-San, haben diese Tour zu einem unvergesslichen Ausflug gemacht, den man nie wieder vergessen wird. Für 72 Euro eine tolle Erinnerung, die ich definitiv weiterempfehlen kann. 3 Stunden Busfahrt liegen nun hinter mir, Leute. Wir sind gerade wieder hier angekommen in Shinjuku, da wo es heute Morgen losging. Und es wird hier auch direkt wieder laut in Tokio.
Ich glaube, zwischenzeitlich ist das gar nicht mal so schlecht, wenn man mal rauskommt aus dem lauten Tokio und in die Provinz fährt zum Fujisan. Hat mir wirklich richtig gut gefallen, dieser ganze Trip. An dieser Stelle würde ich jetzt das Video aber auch beenden, Leute. Ich bedanke mich mal wieder herzlich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Japan-Video wieder. Macht's gut, Leute, ich bin raus. Peace!